Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar habe ich mal wieder ein bisschen in China gestöbert und habe dort mal wieder einen Hersteller gefunden, den ich vorher noch nicht kannte. Und zwar TBS Toys. Ich habe mich dann natürlich ein bisschen schlau gemacht über den Hersteller und habe herausgefunden, dass die kompatible Klemmbausteine herstellen, welche aber so ein bisschen in die Kobi-Richtung gehen. Heißt, wir haben auch kleinere Sets, die dann aber mit sehr vielen Formteilen vom Aussehen Richtung Modellbau gehen. So ähnlich wie der Skoda Kodiaq, den ich ja schon vorgestellt habe. Und genau so ein Set habe ich eben dann auch mal aus China selbst geordert. Und zwar die TBS Toys J772. 57 Teile hat das Ganze. Wir haben nur eine kleine Auffaltanleitung dabei. Und dabei handelt es sich um einen militärischen Jeep. 57 Teile hört sich natürlich unglaublich wenig an, aber ihr seht schon, wir haben dafür eine Menge an Teilevolumen, was eben an den größeren Formteilen liegt. Da ich das Ganze aus China importiert habe, habe ich keine Originalverpackung dazu und es kam eben in diesem Beutelchen hier. Im Beutel finden wir dann noch den Stickerbogen und das ist schon wirklich eine Menge für so ein kleines Fahrzeug. Und vom Aussehen und der Machart der Sticker erinnert mich das doch sehr an die Kogo Sticker-Seuche. Ansonsten haben wir hier noch die Beutelchen, da sehen wir noch nicht allzu viel, deshalb mache ich das Ganze mal auf. Und hier seht ihr auch schon, wie wir mit 57 Teilen zu dem großen Volumen kommen. Wir haben eben die großen Formteile, die dann im Endeffekt die Aufhängung und die Karosserie bilden. Wie hier zum Beispiel die Motorhaube, die Kotflügel. Und die Türen, die sich tatsächlich auch noch in so einem Bogen befinden und rausgebrochen werden müssen. Und natürlich die Reifen und die restlichen Steinchen dazu. Ich fange jetzt auf jeden Fall mal an zu bauen. Ich denke, es wird keinen Zwischenbauschritt geben bei den wenigen Teilen. Und danach können wir wie immer über die Teilequalität, den Bauspaß und so weiter und so fort reden. Und über alles, was mir aufgefallen ist. Und vor allen Dingen über die Frage, kommt sowas an Kobi ran oder ist das noch weit entfernt? Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diesen neuen Hersteller und am Ende gibt es wieder wie immer eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung. Ich wünsche wie immer viel Spaß bei dieser Review. Und fertig ist schon unser Militär-Jeep und ihr seht, ich habe mal keine Sticker aufgebracht. Das hat zwei Gründe, auf die gehe ich aber gleich ein. Ich habe aber auch nochmal den Kodiaq für euch mitgebracht von Kobi, den ich ja schon am Anfang mal erwähnt habe, der vom Prinzip ja doch recht ähnlich ist. Zumindest, dass wir eben viele Formteile und auch Sticker haben, um das Ganze zu lösen. Aber hier waren auch schöne Prints dabei. Jetzt ist natürlich von Kobi so ein Skoda Kodiaq recht schwierig mit so einem Jeep hier zu vergleichen und das möchte ich auch gar nicht. Ich wollte wirklich nur mal verdeutlichen, was ich damit meine. Nun hatte ich ja aber mit dem Kodiaq einige Probleme von der Konstruktion. Die hatte ich bei diesem Militär-Jeep hier nicht. Also ich finde den von der Konstruktion sehr simpel, aber auch wirklich sehr gut. Die Formteile schmiegen sich richtig, richtig gut ran. Besonders bei den Radkästen zusammenbauen ist das ein super Gefühl, wenn sich das hier so perfekt aneinander schmiegt. Und der Bau ist simpel, aber wirklich am Ende stabil und macht auch Spaß. Es sind natürlich aber nur um die 10 Minuten Bauspaß, je nachdem wie schnell oder langsam ihr baut. Rein theoretisch könnte man das Ganze also bespielen, obwohl er wohl bei den meisten im Diorama oder im Regal landen wird. Cool ist aber, wir haben zumindest ein paar Spielfunktionen, die zeige ich euch natürlich. Einmal kann er fahren. Die Fahrfunktion ist aber nicht der Wahnsinn, weil gerade die hinteren Räder sich sehr, sehr schwergängig drehen. Also wenn ich den jetzt mal anrolle, dann seht ihr, da ist sehr viel Widerstand und er kommt sehr schnell zum Stehen. Dann können wir natürlich die Türen öffnen. Die haben leider nach vorn keinen Anschlag, aber es ist schön, wenn wir Türen dabei haben. Und zu guter Letzt haben wir noch den Ersatzreifen hier hinten, den wir eben auch abmachen können und können noch einen Räderwechsel spielen. Das heißt, vom Aussehen, von der Konstruktion gefällt es mir für die Teileanzahl wirklich sehr. Wenn wir aber einen Punkt weglassen und das ist leider die Steinequalität. Die Steine halten am Ende, wenn sie gebaut sind, aber sie geben vom Baugefühl einem überhaupt nichts. Das Ganze ist wirklich schwer zu beschreiben. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, wenn man die Steine aufeinander drückt. Man hat nicht dieses Gefühl dabei, man hat nicht diesen Lego-typischen oder von anderen Herstellern typischen Anpressdruck. Der Bau vom Baugefühl ist wirklich einfach nichtssagend. Wie gesagt, die Steine halten, aber bei einem größeren Set könnte mich das stören. Das wesentlich schlimmere Thema ist aber die Steinequalität vom Aussehen. Was ihr seht, sind alles Kratzer und Unebenheiten in der Gussform und eben schlechte Angusspunkte, schlecht entgratete Teile. Also die Steinequalität ist vom Aussehen wirklich so schlecht, dass da unbedingt nachgebessert werden muss. Und nur weil da eigentlich Sticker draufgeklebt werden sollten, dürfen die Steine einfach nicht so aussehen. Und die Sticker sind auch so ein Punkt für sich, denn ich finde den Jeep, so wie er jetzt dasteht, wirklich hübsch, bis auf die Steinequalität.
Dann haben wir aber noch die zwei Sticker-Varianten, die wir aufkleben können. Einmal die Tarnsticker-Variante mit den, ich nenne es mal sowjetischen Sternen, und dann die Army Force-Variante, wo wir so in die amerikanische Richtung von dem Jeep gehen, ohne das Tarnmuster. Dritte Variante, wie gesagt, ist einfach keinen Sticker drauf machen, weil ich finde ihn ohne Sticker noch viel, viel cooler, als wenn wir diese Sticker hier draufkleben würden. Deshalb habe ich sie auch weggelassen. Man kann also sagen, ich finde die Idee cool, ich finde die Konstruktion cool, die Umsetzung vor allen Dingen auf Steinequalitätsseite ist aber noch mangelhaft. Bei so einem kleinen Set ist das dann alles noch in Ordnung. Da ist es natürlich ärgerlich, dass die Steine nicht so schön aussehen, aber das Baugefühl stört eigentlich so unglaublich stark. Die Zeit und weitere Tests werden zeigen, wie das dann bei größeren Sets von diesem Hersteller ist. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Dazu werde ich auf jeden Fall nochmal was auf dem Kanal machen, weil dieses Set mich schon so ein bisschen angefixt hat. Jetzt kommen wir aber noch zu dem großen, großen Problem. Denn eigentlich könnte ich ja sagen, ich empfehle euch dieses Set, auch wenn es seine Macken hat. Wenn wir jetzt vielleicht bei einem Preis von 6 oder 7 Euro wären auf die Steineanzahl, könnte man die Macken verzeihen. Dieses Set kostet aber als China-Eigenimport in der billigsten Variante, wie wir es hier in Deutschland bekommen können, über 9 Euro Richtung 10 Euro gehend. Und das ist für 50 Teile, auch wenn es am Ende trotzdem ein recht großer Jeep ist, doch echt teuer. Da sind wir bald auf einem Kobi-Preisniveau und bei Kobi kriegen wir auf jeden Fall bessere Steine. Und wenn wir dann zu einer besseren Konstruktion als dem Kodiak hier greifen, werden wir höchstwahrscheinlich damit auch mehr Spaß haben. Deshalb ist das Ganze meines Erachtens bisher nur was, wenn ihr es mal ausprobieren wollt oder ihr diesen Jeep eben so cool findet und er perfekt zu irgendeiner Sammlung von euch passt, dann könnt ihr euch den holen. Ansonsten ist er mir einfach noch zu teuer für das, was er bietet. Wenn ihr natürlich selber Erfahrungen mit diesem Set habt oder mit dem Hersteller, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Valleybrick.